We should also somehow, there is a right of Israel to defend itself, and this right, according to the moral doctrine, has to be exercised with proportion. And in this context, humanitarian aid has to be guaranteed. Has to be guaranteed, and also the somehow the civilians who are there in Gaza have to be safeguarded, protected, and they should not be enter into this terrible logic, which is the logic of war, which is always a defeat. The lasting solution, the Holy See has repeated several times, is the recognition and the implementation of a two-state solution, two states that live together side by side and that will respect one the other. Das war ein kurzer Auszug aus der Stellungnahme des Heiligen Stuhls zur gegenwärtigen Kriegssituation in Gaza von Erzbischof Ettore Balestrero, ständiger Vertreter des Heiligen Stuhls bei der UNO in Genf. Mit ihm sprechen wir jetzt gleich wieder, und zwar immer noch zum Thema 54. UN-Menschenrechtsratssitzungen, bei denen sich der Heilige Stuhl ganz massiv zu Wort gemeldet hatte. Der Nuntius hatte zu über 10 Themenbereiche seine Interventionen, also Stellungnahmen, vor dem UN-Forum abgegeben, also während der Sitzungen persönlich vorgetragen. Im Zusammenhang mit seinen Stellungnahmen bei der UNO Genf sprechen wir jetzt mit dem Nuntius über eine Initiative des Vatikan, des Papstes, gegen Cyberbullying oder Cybermobbing, über die so oft verletzten Rechte indigener Völker, also Ureinwohner, und ganz aktuell über religiös motivierte Gewalt. Die Liebe des Herrn bezeugen, jetzt hier im EWTN-TV-UN-Blog. Guten Tag. Bevor wir jetzt loslegen, kurz zu Ihrer Information, liebe Zuschauer. Wir haben die Themenbereiche und die in diesem Programm gestellten dazu gehörenden Fragen vorab kurz mit dem Heiligen Stuhl besprochen. Der Nuntius hat sich darauf vorbereitet und sich auch Notizen gemacht. Denn was uns sehr wichtig ist, die Informationen, die wir in unserem Programm erhalten und verbreiten, spiegeln in den meisten Fällen nicht die persönliche Meinung des Nuntius wider, sondern die des Vatikan, also ganz offiziell. Und nun, wie immer an dieser Stelle, sind wir mit der Vertretung des Heiligen Stuhls in Genf verbunden und sprechen mit dem apostolischen Nuntius, seiner Exzellenz, Erzbischof Ettore Balestrero. Grüße Sie, Exzellenz. Ich grüße Sie. Ich grüße alle. Es freut mich, wieder bei Ihnen zu sein, und ich danke für Ihre Geduld, mir zuzuhören. Thema Cybermobbing. Exzellenz, Sie haben an der Podiumsdiskussion über Cybermobbing gegen Kinder teilgenommen und gesprochen. Abgesehen von Mobbing im Allgemeinen und Mobbing von älteren Menschen ist dies ein sehr wichtiges Thema in der heutigen digitalen Welt. Laut einer aktuellen Statistik ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mädchen im Internet gemobbt werden, 3-mal höher als bei Jungen. Das ist laut Center for Disease Control in den USA. Und bei jungen Erwachsenen, die Cybermobbing erleben, ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch, dass sie sich selbst verletzen und selbstmörderische Handlungen begehen, laut dem Journal Medical Internet Research. Und jeder vierte Schüler, der Mobbing erlebt, greift zu Selbstverletzungen, um damit fertig zu werden, laut der Jugendwohltätigkeitsorganisation Ditch the Label. Eltern sollten Cybermobbing nicht auf die leichte Schulter nehmen, unterschätzen und besonders aufpassen, was ihre Kinder auf dem Internet so alles treiben und wie sie sich dort präsentieren. Exzellenz, in Ihrer Erklärung während der Podiumsdiskussion bei der UNO in Genf haben Sie die grundlegende Rolle der Eltern zum Schutz der Kinder bekräftigt. Papst Franziskus reagierte auf diese Geißel, indem er bereits 2018 die internationale Beobachtungsstelle für die Prävention von Cybermobbing gründete. Wird diese Initiative des Vatikan, des Papstes, von den Staaten bei der UNO in Genf anerkannt, unterstützt oder ist sie bekannt? Ich würde sagen, dass wir gerade dabei sind, dass sie anerkannt und unterstützt wird. Diese Beobachtungsstelle wurde bei einer Veranstaltung mit Vertretern von 30 Staaten, Vertretern von Universitäten und internationalen Webgesellschaften vorgestellt. Sie ist also bekannt. Aber ich wollte die Nachricht verbreiten.
Und deshalb halte ich es auch für wichtig, in Genf zu sein und die Möglichkeit zu haben, diese Neuigkeiten zu verbreiten. Die Förderer sind zwei Stiftungen, die Scholars Foundation, die von Papst Franziskus gegründet wurde. Sie ist eine Stiftung des Vatikans. Die Beobachtungsstelle wird ihren Sitz im Vatikan haben. Und es gibt eine weitere Stiftung, die Carolina Stiftung. Das ist eine italienische Stiftung. In Italien ist diese Beobachtungsstelle bekannt. Diese Stiftung setzt sich für den Schutz von Minderjährigen im Internet ein, in Erinnerung an das erste Opfer von Cybermobbing in Italien, das zu einem Symbol für alle jungen Menschen geworden ist. Diese Stiftung will also Informationen aus der ganzen Welt sammeln, konkrete Vorschläge erarbeiten und öffentliche Maßnahmen zur Verhinderung dieses Phänomens fördern. Es gibt ein wachsendes Interesse, eine gewisse Unterstützung. Aber ich denke, das reicht nicht aus. Wir müssen weiter in dieser Richtung arbeiten. Ja, und ein Tipp für Eltern, die Gefahr für ihre Kinder durch Cybermobbing zu reduzieren oder sogar zu verhindern. Nicht ihrem Kind das iPhone wegnehmen, sondern das Ladegerät. Ja, diesen Tipp las ich neulich bei X im Internet. So, nächstes Thema, Rechte der indigenen Völker, der Ureinwohner. Exzellenz, bei einer der Tagungen des 54. UN-Menschenrechtsrates haben Sie eine Erklärung an den Sonderberichterstatter zum Thema Rechte der indigenen Völker abgegeben. Diese Rechte können unter Umständen verletzt werden, besonders durch das, was die Vereinten Nationen als grünes Finanzwesen bezeichnen. Die Befürworter des sogenannten grünen Finanzwesens behaupten, dass es sich dabei um jede strukturierte Finanzaktivität handelt, die dazu dient, eine bessere Umweltbilanz und eine widerstandsfähigere Zukunft sicherzustellen. Klingt gut, ist es aber nicht unbedingt. Zumindest nicht für indigene Völker. Der UN-Sonderberichterstatter unterstrich daher auch die potenziell negativen Auswirkungen des grünen Finanzwesens auf indigene Völker. Papst Franziskus, den Sie, Exzellenz, in Ihrer Erklärung ja zitiert haben, hat gesagt, wenn die Bräuche und die Lebensweise der indigenen Völker verschwinden, geht ein Schatz an gesunden Bräuchen und Lehren verloren. Exzellenz, sind wir nicht alle auf diesem Planeten, die gesamte Menschheit, indigene Völker sozusagen, Ureinwohner, Völker Gottes? Und ist nicht zum Beispiel Green Finance, grünes Finanzwesen, aber auch jede andere Bemühung, die versucht, jahrzehntelange Weisheit zu ignorieren, versucht, jahrhundertealte Traditionen zu beseitigen, wenn sie erfolgreich ist, letztlich die Beseitigung unserer Identität, wer wir sind? Ja, das ist ein echtes Problem. In diesem Sinne sind wir alle betroffen, wie Sie sagen. Wir sind alle Ureinwohner und wir alle brauchen Traditionen. Deshalb sagt der Papst immer, dass alle Menschen wichtig sind. Wir müssen auf sie hören. Wir müssen durch sie mit unseren Wurzeln verbunden bleiben. Ein Land, das keine Wurzeln hat, ist ein Land, das keine Zukunft hat. Und ein Mensch ohne Wurzeln ist ein Mensch ohne wirkliche Solidität. Wir sollten also das Rad nicht neu erfinden. Wir dürfen uns nicht anmaßen, dass wir die Weisheit derer, die uns vorausgegangen sind, nicht brauchen. Das sagen uns zum Beispiel die Entwicklungsländer, wenn es um die Linderung der Armut und den Umgang mit Gesundheitsfragen geht, dass sie auch von unseren Fehlern lernen wollen und können. Und das könnte ihnen helfen, viele Probleme zu vermeiden, mit denen wir zum Beispiel beim Umgang mit Pandemien konfrontiert waren. Das, was Sie sagen, ist wahr. Und es ist wahr in der menschlichen Realität. Und ich würde sagen, auch in der kirchlichen Lehre, in kirchlichen Angelegenheiten sogar noch mehr. Wir müssen die Fehler vermeiden und dürfen nicht denken, dass alles Neue immer richtig ist. Wir müssen uns auf unsere Tradition stützen. Wir müssen auf unser Fundament bauen, auf die Hinterlassenschaft unseres Glaubens. Und nur auf diesem Fundament wird das Haus, das wir bauen, ein starkes, solides Haus sein, das Bestand hat und das in der Lage sein wird, all jene zu beherbergen, die in Not sind, und das jeden von uns mit all seinen Bedürfnissen beherbergen wird. Ich will hier nicht ins Detail gehen, liebe Zuschauer,
Aber grünes Finanzwesen hat, und recherchieren Sie es selbst, auch mit der in Deutschland bestehenden 60 Milliarden Finanzlücke zu tun. Wie gesagt, wenn es Sie interessiert, dann werden Sie die Verbindungen schon erkennen. Thema religiös motivierte Gewalt. Exzellenz, im Oktober sprachen Sie beim 54. Menschenrechtsrat auch über, ich zitiere, Triebkräfte, Ursachen und menschenrechtliche Auswirkungen von religiösem Hass, der zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufruft. Ende dieses kurz und bündigen Titels der UN-Sitzung. Religiöse Freiheit. In Ihrer Erklärung zitieren Sie erneut Papst Franziskus: Wir sollten nicht übersehen, dass Gewalt und diskriminierende Handlungen gegen Christen auch in Ländern zunehmen, in denen diese keine Minderheit sind. Zitat Ende von Papst Franziskus. Er sagte dies im Zusammenhang mit seiner Ansprache an die Mitglieder des beim Heiligen Stuhls akkreditierten diplomatischen Diplomaten im Januar diesen Jahres. Exzellenz, wenn wir auf Europa blicken, erleben wir hier in der Tat eine Zunahme von Diskriminierung, Intoleranz, Hass und Gewalt gegen Christen, auch in Ländern, in denen sie die Mehrheit bilden, wie zum Beispiel in Deutschland. Neulich las ich in den sozialen Medien den Satz: Wenn dein Gott dich zu Gewalt aufruft, such dir einen anderen Gott. Exzellenz, konnten Sie in der UN-Sitzung konkrete Ursachen ausmachen bzw. Lösungen vorlegen im Kampf gegen religiös motivierte Gewalt? Nun, Jesus hat alle seine Nachfolger ermahnt und davon gesprochen, dass die Verkündigung des Evangeliums unter Gewalt geschehen wird und es Menschen geben wird, die ihnen gegenüber gewalttätig sein werden. Und dabei werden sie sogar zu dem Schluss kommen, dass sie mit ihrem Leben Gott die Ehre erweisen können. Aber die Frage der Gewalt ist sehr komplex, denn es gibt viele Formen von Gewalt gegen Religionen. Es gibt physische Gewalt, aber auch eine moralische Gewalt. Denn Gewalt kann etwas subtiler sein als einfach nur durch Zwangsbekehrung, Druck oder Verunglimpfung. In der westlichen Welt gibt es zum Beispiel manchmal die Anmaßung, dass Religion immer politisch korrekt sein sollte. Und es besteht die Bereitschaft, die Religion irgendwie zu kontrollieren, anstatt ihr die Freiheit zu gewähren, sich auszudrücken, wie sie will. Die Ursachen für diese Gewalt hängen also davon ab, woher sie kommt, würde ich sagen. In Afrika haben wir leider das Problem des radikalen Islams, der die Religion manipuliert und Ausdrücke aus dem Koran und der muslimischen Tradition verwendet, anstatt sie so zu interpretieren, dass die Menschenwürde geachtet wird. In Afrika gibt es ethnische Spaltungen, Bildungsmangel, Geld und Machthunger. All diese Erscheinungen führen leider zu Gewalt. In Lateinamerika und in einigen Entwicklungsländern, und nicht nur dort, gibt es autoritäre Regime. Und in einigen Entwicklungsländern und armen Ländern gibt es sogar repressive Regime. Und dort benutzen sie diese Gewalt als eine Art Erpressung oder um Angst zu erzeugen und um gegen alle prophetischen Stimmen in ihren Ländern vorzugehen, die die Macht gefährden könnten. Wenn wir zurück auf die westliche Welt schauen, dann sehen wir, dass es diese Tendenz gibt, die Religion zu manipulieren. Manchmal gibt es einen staatszentrierten Ansatz oder es gibt eine oft verbreitete Kultur, die relativistisch ist und die gegen all jene vorgeht und intolerant wird, die diese relativistische Kultur nicht teilen und sie nicht vollständig unterstützen. Das ist also die sogenannte Diktatur des Relativismus, unter der wir manchmal in vielen westlichen Ländern leiden und gegen die wir aufgerufen sind, in einer respektvollen Art und Weise, ja sogar liebevollen Art und Weise, aber auch mit einer klaren Idee und einem starken Bekenntnis, Zeugen des Evangeliums zu sein und überall die Liebe des Herrn zu bezeugen.
die Liebe des Herrn bezeugen. Eine nicht immer einfache Aufgabe, aber dass sie einfach sei, hat uns Jesus nicht versprochen, sondern dass er uns beisteht. Ende letzten Monat hat Papst Franziskus vor seinem Angelusgebet dazu gesagt, ich zitiere ihn, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir an die Liebe Gottes denken, die uns immer vorausgeht, können wir uns fragen, bin ich dem Herrn, der mich zuerst liebt, dankbar? Begegne ich ihm jeden Tag, um mich von ihm verwandeln zu lassen? Und dann versuche ich, seine Liebe wiederzuspiegeln. Bemühe ich mich daher, meine Brüder und Schwestern zu lieben, besonders die Schwächsten, die die Unrecht tun, die mich verletzen. Entferne ich mit Gottes Hilfe die undurchsichtige Schicht des Egoismus, des Grolls, der Starrheit, des Haftens an Dingen, von all dem, was mich daran hindert, die Liebe des Vaters wiederzuspiegeln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gottes Segen.